EBM Papst. Wir stehen für Innovationen. Immer am Puls der Zeit und dieser einen Schritt voraus. Das gilt auch für unsere Logistik. Wir sind modern, schnell und zuverlässig. Jeden Tag. Die Kunden erwarten von uns einen umfassenden Service rund um die Uhr. Das sind schnelle Lieferungen ohne Verzögerungen, perfekt verpackte Ware, sicher transportiert. Und dafür braucht man die beste Technik, kurze Wege. Wir haben lange geplant, haben 15 Monate gebaut und das Ergebnis ist hier unser neues Versandzentrum in Hollenbach. Das Areal ist so groß wie 10 Fußballfelder. Der erste Spatenstich erfolgte Mitte 2015. Im Dezember 2016 dann der Kickoff für die erste Palette. Und jetzt? Jetzt bearbeiten wir täglich bis zu 200 Lkw-Ladungen und verschicken unsere Produkte in die ganze Welt. Das Zusammenspiel ist enorm wichtig, da muss jeder Handgriff sitzen. Und das beginnt schon im Wareneingang, wo wir die Ware von unseren verschiedenen Fertigungsstandorten erhalten. Auf den 11 Laderampen werden täglich bis zu 80 Lkw abgefertigt. Das entspricht ca. 285 Tonnen Fracht. 5 Stapler pro Schicht entladen die Ware und stellen sie auf die Wareneingangsfläche. Die Kernpunkte dieses Lagerleitstands sind zum einen die Überwachung und das Monitoring aller unserer standardisierten Prozesse, die hier ablaufen. Zum anderen der Eingriff in diese Prozesse, wenn sich Prioritäten ändern. Und zum dritten stellt der Lagerleitstand das Bindeglied dar zwischen der operativen Ebene und unseren Systembetreuern, SAP-seitig sowie auch von der Logistikseite. Wir haben den Lagerleitstand an diese Stelle positioniert, weil wir den Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, einen bestmöglichen Überblick über alle Flächen geben wollen. Wir haben hinter uns jetzt die Verpackungslinie 1 und 2. Da werden die Paletten von Desk-Mitarbeitern vereinnahmt. Das heißt, es wird nach Vollzähligkeit der Packstücke geguckt. Die Packstücke werden dann dementsprechend auch zugemacht. Nochmal geguckt, ob die Verpackung auch die richtige ist und dann in die automatische Verpackungslinie weitergeschickt. Wir haben Seefrachten, wir haben Luftfrachten, wir haben auch Europatransporte, wir haben Inlandtransporte und demnach legen wir auch unsere Verpackungsmaterialien fest. Wir wägen schon von vornherein ab, dass wir zum Beispiel für Europa aus umwelttechnischen Gründen keine Stretchfolie brauchen. Dann wird im Cross-Docking-Verfahren geprüft, ist die Palette jetzt zum Ausliefern bereit oder will der Kunde sie etwas später haben, wird sie im Hochregal eingelagert und ansonsten wird sie von der Anlage runtergenommen und auf die entsprechende Fläche gestellt. Neben dem Verpackungslager und dem Sonderpalettenlager sticht vor allem das Hochregallager des Versandzentrums hervor. Denn das ist 35 Meter hoch, 30 Meter breit und 100 Meter lang. Der Weg dahin ist weit. Von der Verpackungslinie geht es erst mit dem Aufzug nach oben. Über eine 80 Meter lange Förderstrecke an der Hallendecke werden die Packstücke in das Hochregallager transportiert. Über 18.000 Paletten können in den 6 Gassen eingelagert werden. Über computergesteuerte Regalbediengeräte werden die Paletten automatisch an ihre Positionen gebracht und eingelagert. Im Fall einer Störung gibt es ausgebildete Kollegen, die den Fehler vor Ort begutachten und beheben. Die Auslagerung erfolgt wieder vollautomatisch. Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Zum einen den Weg in den Warenausgang oder als Quellpalette zu den Kollegen im Kommissionierbereich. Wir stehen hier vor unserem Kommissionierbereich. Wir arbeiten nach dem Prinzip Ware zum Mann. Die Ware kommt aus dem Hochregallager. Wir entnehmen die Stückzahl, die vom Kunden bestellt ist, und verpacken sie hier vor Ort und stellen sie hier drüben auf die Verpackungsanlage. Wenn die Pakete fertig sind, wird ein sogenannter Transportauftrag generiert, eine Lageraufgabe, und ein Staplerfahrer bekommt den Auftrag, das fertige Packstück auf die Verpackungslinie aufzusetzen.
Im Konsolidierungsbereich gleich nebenan werden kleinere Pakete und Einzelbestellungen in individuellen Sendungen bearbeitet und für den weltweiten Versand vorbereitet. Wir haben hier in den Räumlichkeiten ca. 25 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte dieser Mitarbeiter erstellt die Dokumente, die wir für den Außenhandel und für die Transportabwicklung benötigen. Die Hauptaufgabe ist die Kommunikation mit den Speditionen und Dienstleistern, aber auch zentrale Funktionen wie die Verpackungsentwicklung, das Leergutmanagement und selbstverständlich haben wir auch eine Instandhaltungsmannschaft, die von hier aus koordiniert und angetriggert wird. Auf der Warenausgangsfläche werden alle Paletten positioniert, die mit dem LKW zu unserem Kunden gebracht werden sollen. Natürlich vollständig und sicher verladen. Nur im Team können wir gemeinsam etwas erreichen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch alle am Projekt Beteiligten haben hier einen super Job gemacht und machen den jeden Tag aufs Neue. Und das ist eine wirklich tolle Leistung. Und genau das macht uns wettbewerbsfähig. EBM Papst, modernste Logistik. Schnell, sicher und zuverlässig. Jeden Tag aufs Neue.